Wir haben auch sehr kleine Gäste hier, das freut uns, denn wir haben auch einen großen Auftrag, und zwar versuchen wir bei unseren Konzerten immer gerade die nachwachsende Generation von richtiger Musik zu überzeugen. Das heißt, eine gewisse Resistenz aufzubauen gegen das, was heute so im Radio läuft. Wie heißt du? Dominik, hörst du Musik? Ja. Wann? Jetzt gerade wäre die richtige Antwort gewesen. Und ich sehe auch, du hast einen schön großen Kopfhörer. Ist da auch am Ende was dran oder willst du nur fetzen? Ist da auch ein Gerät dran? Gerät dran? Hm, Gerät? Ja? Was läuft da? Was hast du drauf? Hörspiel oder Musik? Was für Musik? Lass mich mal reinhören. Mach mal an. Ich will wissen, was du hörst. Jetzt wird's spannend. Dominik greift in seine Hosentasche. Zwischen Busfahrkarte und Taschentuch. Holt er etwas hervor? Nee? Ist so was Ähnliches? Jetzt bin ich mal gespannt, Dominik. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein ganz wichtiger Moment für dich. Wenn das jetzt Musik von uns ist. Gewinnst du 1 Million Euro. Gespendet vom Kaufpark Dresden, das muss man nicht wissen. So, jetzt bin ich gespannt, die Maschine ist angehoben. Ich setze schon mal auf, ja? Mach nicht zu laut. Moment mal, stopp, stopp. Nee, es ist fast so was, aber das ist es nicht. Es ist deutschsprachig. Also mal ran. Es wird wirklich kritisch. Es fällt, du musst das Mikro, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Ich mache jetzt Liederraten. Kenn ich. Ist das Helene Fischer? Dominik, sind deine Erziehungsberechtigten auch hier? Hier, oh, übrigens, ich freue mich hier. Auch prominente heute hier, Xavier Nadu, gerade im Gespräch mit Tom Pauls. Mein kleiner Applaus. Dominik, du hast heute die Möglichkeit, dein Leben zu verändern. Wie alt bist du? 10. Wie alt möchtest du werden? Und zwar, ich hole jetzt mal für Dominik richtige Musik, die haben wir extra vorbereitet. Unser Benjamin, kenne ich hier etwas aus dem Safe. Wir nennen ihn Benjamin wegen Arbeit am Leipzig, eigentlich ist der Igor. Ja, das Einsteigerprodukt, richtig. So, Dominik, du bist jung, du bist noch in einem Alter, wo man leicht zu beeinflussen ist, wo man ganz leicht sich auch mal umholen lässt, nicht viel hinterfragt. Das mit der Helene Fischer, das löschst du bitte, Dominik. Ja, auch im Kopf. Und den Namen Helene Fischer, den gibt es nicht mehr. Komm mal ganz kurz hier nach oben, komm mal kurz her. Ein kleiner Applaus für Dominik, der heute sein Leben verändern wird. Hier im Kaufpark. Alles kann mal was Zärtliches spielen. So, Dominik, wir werden jetzt versuchen, dein Leben zu retten. Security! Nein, Dominik, wir machen das anders.
aus. Du nimmst das bitte mit. Lies dir das ganz genau durch. Ich hole dich nachher nochmal hoch. Applaus für Dominik. Du weißt ja nicht, wo es lang geht. Bitte. Nochmal einen kleinen Applaus für Dominik. Und bei den Eltern bitte ein bisschen Kooperation. Ja? Also wir haben hier keine Chance, wenn ihr nicht auch ein bisschen mitspielt. Ja? Das heißt, alles verbrennen, wegschmeißen, was zu Hause rum ist. Nur noch bitte diese CD. Ja? Und das immer in Schleife, auch wenn das Kind weint. Das ist immer wieder. Ja? So, das ist ganz wichtig. Nur dann prägt es sich ein. Das ist der Wiederholungseffekt. Ja? So, jetzt...